Wir werden weiterhin vorsichtig bleiben, betonte Winfried Kretschmann in der heutigen Landespressekonferenz. Weitere Öffnungen werden deshalb erst am 6. Mai besprochen. Einzig für Gottesdienste seien schon früher Öffnungen unter bestimmten Rahmenbedingungen vorgesehen. Finanzministerin Sitzmann erklärte außerdem, dass Kommunen mit einem weiteren finanziellen Hilfspaket rechnen dürften. Zusammenhalten, aber bitte mit Maske, lautet die Botschaft des Landes Baden-Württemberg. In einem Video zeigen sich prominente Baden-Württemberger wie Dieter Thomas Kuhn, Harald Schmidt oder auch das Äffle und Pferdle, um so auf die Wichtigkeit der Maskennutzung hinzuweisen. Noch heute werden Strategien besprochen, um eine schmale Öffnung von Gottesdienstangeboten anbieten zu können. Weitere Öffnungen werden dann frühestens am 6. Mai debattiert. Und das aus gutem Grund, betonte Kretschmann. Wir wollen nicht alle Beschränkungen auf einmal aufheben, können das auch nicht verantworten, würden damit ein Signal senden, das Gröbste ist jetzt geschafft, das ist aber mitnichten der Fall. Ich will noch mal in Erinnerung rufen, dass wir bei den aktuellen Zahlen von weit als mehr 150.000 Infizierten in Deutschland sich 100.000 davon in den Zeiten der Kontaktbeschränkung ereignet haben. Genau das sollte als Mahnung genug dienen, um auch weiterhin vorsichtig zu sein und nicht zu viel zu riskieren. Insbesondere, da man einfach nicht genug über dieses Virus wisse. Regelungen an objektive Kriterien, wie beispielsweise den R-Faktor zu binden, sei deshalb sicher ein Fehler, so Kretschmann. Am Anfang war es die Verdopplungszeit, jetzt ist es mehr dieser R-Faktor. Es hat einfach etwas damit zu tun, dass man über diesen Virus lernt. Wenn dieses Virus auch bei jungen Leuten Langzeitfolgen hat, dramatische Art, muss ich das anders beurteilen, als wenn es das nicht hat. Das ist alles eine fragile Angelegenheit. Und deswegen sind wir sehr vorsichtig und dieses objektive Kriterium gibt es nicht. Als weitere finanzielle Hilfe will das Land außerdem noch einmal ein Paket von 100 Millionen Euro an die Kommunen auszahlen. Wir werden jetzt eine weitere Abschlagszahlung in der gleichen Höhe leisten. Da geht es, wie gesagt, um Kita-Gebühren. Da geht es uns aber auch ganz wesentlich darum, dass Einrichtungen wie die Volkshochschulen oder die Musikschulen in Baden-Württemberg auch zukünftig auch wenn sie keine Einnahmen derzeit erzielen können, keine Angebote noch machen können, dass sie zukünftig auch weiter bestehen. Sitzmann erklärte weiter, dass im Moment 226.000 Anträge auf Soforthilfe bei der L-Bank vorliegen würden. Diese zu bearbeiten benötige Zeit. Alles liefe aber auf Hochtouren.